haben wir heute die Vorlesung Wirtschaftsinformatik. Heute ist im MBW 2 und im V2 zusammen. Okay? Und zwar, wir gucken uns heute Digitalisierungsstrategien an. Digitalisierungsstrategien, die auf Industriesysteme hineingehen. Wir verstehen Industriesysteme als soziotechnische Systeme. Soziotechnische Systeme, okay, die versuchen systematisch Variabilitätsreduktion oder Variabilitätsreduktion erzielen, und versteht sich Prozessvariabilität oder wirtschaftliche Prozessvariabilitätsreduktion zu erzielen. Okay? Und diese ganzen Wörter sind wichtig. Soziotechnische Systeme. Und wir versuchen eine systematische Prozess- bzw. wertschöpfende Prozessvariabilitätsminderung oder Reduktion zu erzielen. Okay? Mit unserer Digitalisierungsstrategie. Fragen? Und dann gehen wir diese Liste an Konzepte durch. Einfach in einer Farbe. So, ich fange an mit der Variabilität, weil es am einfachsten ist. 1. Was bedeutet die Variabilitätsreduktion? Wir haben eine Kennzahl oder mehrere Kennzahlen, die wir mit einem Prozess messen. Ein KPI ist eine Funktion von der Zeit in der Regel, zum Beispiel die Qualität oder die Produktivität oder was, okay? Irgendwas. Oder die Kosten, das ist die Zeit. Und wir versuchen, die Variabilität zu reduzieren, das heißt, wir versuchen, die Standardabweichung zu senken. Die Standardabweichung ist bereits bekannt, was das ist. Okay.
Variabilitätsreduktion bedeutet grafisch, dass wir von so einer Verteilung in eine solche Verteilung hinein wollen. Okay. Zum Beispiel. Verständlich? Was damit gemeint ist, wir wollen unsere Verteilung schmal aufbauen. Ich mache Bilder, damit ich nachher ein PDF erzeugen kann für euch auch, okay? Die systematische Variabilitätsreduktion sind halt Management Modelle oder Management-Ansätze, die das halt versuchen. Wir gucken uns jetzt soziotechnische Systeme oder was sind soziotechnische Systeme an? Zwei. Okay. So. Jetzt bitte aufpassen. Wir ein soziotechnisches System analysieren wollen, machen wir jetzt einen soziotechnisches Framework, also hier sozial. Und hier Technik. Okay. Und jetzt von links nach rechts, beziehungsweise von unten nach oben, erhöht sich die Komplexität. Das heißt, von links nach rechts erhöht sich die soziale Komplexität, von unten nach oben erhöht sich die technische Komplexität. Bitte mach dein Handy weg. Hast du Fragen? Was heißt ja? Das heißt ja oder was heißt das Lächeln? Alles gut? Ja? Mach dein Handy weg bitte. Du kannst weiterhin lächeln, aber mach bitte dein Handy weg. Danke. So. Von links nach rechts erhöht sich die Komplexität. Sozial und technisch. Minimale Einheit der sozialen Komplexität ist der Mensch. Alle Einzelnen in der Organisation, alle, von den Mitarbeitern der Maschine bis zum CEO, okay? Alle sind damit betroffen. Und zwar, der Mensch benötigt ein Gleichgewicht zwischen Charakter und Kompetenz. Charakter ist, was der Mensch kann. Kompetenz ist, was der Mensch kann. Charakter ist, wer der Mensch ist. Die Kompetenz ist etwas, was ich erlernen kann. Der Charakter ist, wer ich bin.
Dieses Gleichgewicht zwischen Charakter und Kompetenz heißt Vertrauenswürdigkeit. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um diese Eigenschaft ist entscheidend, um in dem sozialen Gefüge Erfolg haben zu können. Ihr bestellt euch nicht einen Arzt, der ist sehr kompetent, aber der hat einen falschen Charakter und verschreibt euch eine OP, die ihr nicht braucht. Dieser Arzt ist als Arzt nicht vertrauenswürdig. So. Wenn ihr einen Arzt habt, der hat eine super Kompetenz, aber der verschreibt euch eine OP, die ihr nicht braucht, ist dieser Arzt kompetent, aber hat nicht den richtigen Charakter. Das heißt, er ist nicht als Arzt vertrauenswürdig. Wenn ihr einen Arzt habt, der hat einen super Charakter, aber der hat eine Kompetenz von vor 20 Jahren, kennt sich nicht aus mit eurer Krankheit, ist dieser Arzt auch nicht vertrauenswürdig. Man braucht beides, um wirksam bzw. vertrauenswürdig zu sein auf eine bestimmte Rolle. Okay. So. Die nächste Ebene der sozialen Komplexität ist die Beziehung. Auf Beziehungsebene brauchen wir Vertrauen. Ich kann kein Vertrauen erlangen, wenn ich nicht vertrauenswürdig bin. Das ist selbstverständlich. Das ist nicht nur so in Organisationen, in der Industrie oder in der Wirtschaft, es ist allgemein gültig. Ich kann kein Vertrauen aufbauen, wenn ich nicht vertrauenswürdig bin. Das heißt, wenn ich nicht ein Gleichgewicht zwischen Kompetenz und Charakter besitze, dann kann ich kein Vertrauen aufbauen. Okay. Momentan seid ihr hier in der Ausbildung überwiegend, um eure Kompetenz zu stärken. Fast keiner kümmert sich hier, den Charakter zu stärken oder euren Charakter zu stärken im Rahmen der Ausbildung. Das ist eine Schwachstelle, die ihr selber selbstständig ausgleichen müsst. Manche machen Sport, manche machen Vorsitzender der Gameboy-Vereinigung, keine Ahnung, oder Schach, wie auch immer, egal. Stärke euren Charakter. Weil die Kompetenz kommt sowieso durch Studium. Aber wie bewältigt ihr das Leben, ist hier das Entscheidende, ist der Charakter. Dass ihr nicht bricht unter Druck. Das gilt übrigens auch für diese Logik, gilt übrigens auch für, wenn ihr zwischenmenschliche Beziehungen führt. Okay? Die einige oder eine andere Art und Weise, dies zu lesen, ist: Ich bin ein Mensch, ich habe nur drei Freiheitsgrade, ich kann entscheiden, was ich denke, was ich sage und was ich tue. Okay.
wenn ich ein Delta habe zwischen was ich denke und was ich sage, verletze ich die Vertrauenswürdigkeit. Wenn ich ein Delta habe zwischen was ich tue und was ich sage, ich verspreche dem Kunden irgendwas oder ich verspreche meiner Freundin irgendwas und ich tue das nicht, dann verletze ich das Vertrauen. Kann ich eine vertrauensvolle, romantische Beziehung führen mit jemandem, der nicht vertrauenswürdig ist? Antwort: Nein. Ganz klar. Wenn ihr jemanden findet, der nicht vertrauenswürdig ist, was ist die Handlung? Der Handlungsmuster ist immer der gleiche. Run, run, as fast as you can. Also, weg. Es ist die Idee der romantischen Beziehung oder der, ich werde diesen Mensch ändern oder ich werde diesen Mensch zum Besseren führen oder sowas, das gibt es nicht. Das existiert nicht, das ist einfach ein Fehler, den viele, ich auch, gemacht haben. Es ist einfach Zeitverschwendung. Okay, ganz klar. Man braucht es nicht, also weg. Wenn jemand nicht vertrauenswürdig ist, dann abhacken. Eiskalt. Wirklich. Weil wir haben nur ein Leben, beziehungsweise eine Zeit. So, die nächste Ebene ist die Management-Ebene. Und hier versucht man, den Menschen zu befähigen. Also zu neuen Performance-Ebenen zu bringen. Nachher, wenn ihr Führungskräfte seid, dann seid ihr aufgefordert, eure Prozesse bzw. eure Männer, eure Frauen halt auf neue Performance-Ebenen zu bringen, um mehr Kohle zu verdienen. Sagen wir mal. Befähigung ist zum Beispiel, was ihr hier macht, okay, in der Vorlesung. Ihr lässt euch halt beschallen, damit eure Performance halt hochgeht. Das geht nur über Vertrauen. Vertrauen geht nur über Vertrauenswürdigkeit. Okay? Das heißt, wenn ihr nachher Führungskräfte seid und ihr nicht tut, was ihr sagt, habt ihr ein Problem. Merkt es euch. Führung ist Verantwortung. Und das nächste ist die Organisation, also diese ganzen Vektorenkräfte von Einkauf, von Controlling, Produktion, Logistik, alles Mögliche, sollten die strategischen Ziele unterstützen und das hier heißt Alignment. Also eine gemeinsame Ausrichtung erzielen. Was ist das strategische Ziel, das wir uns gesetzt haben? Systematische Variabilitätsminderung von wertschöpfenden Prozessen. Okay? Passt? Fragen soweit? So, die Komplexität, wie gesagt, erhöht sich von links nach rechts in dem sozialen Gefüge und um auf der nächsten Ebene zu kommen, brauche ich die vorherigen. So, jetzt die zweite Ebene, die technische Komplexität. Ich mache jetzt ein Beispiel in einer Fabrik, aber ist genauso im Büro. Ich mache jetzt zunächst mal eine Maschine. In der Maschine gibt es mehrere Sensoren. Dann habe ich eine Verkettung von Maschinen. Sogenannten Prozess. Dann habe ich eine Verkettung von Prozessen.
3, Schmiede, Zerspannung, Montage. Das nennen wir Fabrik. Und dann haben wir eine Verkettung von Werke und Fabriken. Und das nennen wir Supply Chain. Die Komplexität erhöht sich wieder von unten nach oben. Okay? Also wenn die Maschine nicht geht, dann kann ich keine verkettete Prozess erzeugen, das ist ja klar. Wenn die verkettete Prozesse nicht gehen, dann kann ich von der Zerspannung zur Schmiede nicht kommen oder von der Schmiede zur Zerspannung nicht kommen und so weiter. Wenn in Supply Chain, wenn ein Werk nicht funktioniert, dann kann ich schwer meine logistische Kette halt erzielen. So, jetzt haben wir unsere Framework aufgestellt. Und das ist, nicht vergessen, nichts anderes als ein Framework. Das heißt, das ist eine Idee. Okay? Es ist etwas, was die Wirklichkeit erklärt. Die Wirklichkeit ist schmutzig. Die Wirklichkeit ist nicht so geordnet. Die Wirklichkeit hat Menschen. Die Menschen haben Machtbedürfnisse. Hast du Fragen? Nein, ich habe nur Prozesse gelesen. Das heißt Prozess, Maschine, Prozess, Fabrik und Supply Chain. In der Wirklichkeit gibt es Menschen mit Interessen, gibt es Menschen mit Eifersucht, gibt es Menschen mit Charakterschwächen, gibt es Menschen, die machtgeil sind oder die versuchen, den anderen zu über den Tisch zu ziehen, aussparen und so weiter. Gibt es Geldgier, gibt's alles. Okay, deshalb aufpassen. Diese Regel aber: Ich kann kein Vertrauen aufbauen, ohne vertrauenswürdig zu sein. Ich kann niemanden befähigen, ohne Vertrauen. Und ich kann kein Organisationsalignment ohne systematische Befähigung. Ist allgemeingültig bzw. universell. Fragen soweit? Gut, dann bitte, seid euch bewusst, ich habe hier auf alle diese Punkte eine Herausforderung. Ich habe eine Herausforderung, weil ich als Mensch, als sagen wir mal Führungskraft im Vertrieb, muss ich mich anders verhalten, wenn ich in der Fabrik bin, vor Ort, wie wenn ich ein Supply Chain mit 3 verschiedenen Werken in 3 unterschiedliche Kontinenten führen muss. Es ist ein unterschiedliches Verhalten, was ich an den Tag legen muss. Genauso wie wenn ich halt auf Organisationsebene hier unterwegs bin oder hier unterwegs bin. Okay? Deshalb, das muss man so ganzheitlich sehen, die Herausforderung ist nicht nur lokal, sondern auch global und auf vielen verschiedenen Komplexitätsebenen. Und es ist nicht trivial. Mit einem Amerikaner kann ich nicht genauso umgehen wie mit einem Japaner oder mit einem Chinesen. Und das musst ihr alles erlernen. Und hier spielt der Charakter eine Rolle. Okay. Fragen? Soweit. Gut, wir haben jetzt das System
definiert. Jetzt, welche Digitalisierungsstrategie fahren wir auf das System? Welche Digitalisierungsstrategie fahren wir auf das System? Wir haben hier die Scheibe gemalt. Soziotechnisch. Das ist unsere Kiste hier. Und dann kommt eine dritte Achse. Da ist Digitalisierung. Das heißt, wir schieben diese ganzen Pumpen raus und wir wollen irgendwie einen Würfel entstehen lassen. Okay, könnt ihr es visualisieren? So, welche passen hat das hier? Super grob, nichts Kompliziertes, hat drei Fassen, immer, okay. Eins, zwei, drei. Fasse 3, 1. Ist die Daten oder beschäftigt sich mit Daten. Zunächst mal mit der Struktur der Daten und dann mit der Ermittlung. Beziehungsweise mit der Visualisierung. Wenn wir die Daten haben, dann wollen wir Wissen aus den Daten ermitteln. Das heißt, wir wollen aus den Daten Knowledge, Wissen ermitteln. Wenn wir Wissen haben, wollen wir Wertschöpfung. Das heißt, aus den Daten wollen wir Wissen erzeugen, aus dem Wissen wollen wir Wert durch systematische Variabilitätsreduktion erzielen. Okay? Ist verständlich? Struktur, Ermittlung und Visualisierung, Wissen und Wertschöpfung.
unsere Digitalisierungs-Roadmap. Okay. Down. Bitte. Gut, dann gucken wir uns den Roadmap an. Ist strukturiert, kann, könnt ihr folgen oder? Machen wir einen Roadmap. Interessiert euch Autos oder Zalando oder wo wollen wir das Beispiel machen? Autos. Wie bitte? Autos. Autos? Haben wir Autos. In einem Bundesland gibt es lauter Fahrzeuge, die unterwegs sind. Die bewegen sich auch. Hoffentlich mit der Zeit. Jeder hat so ein paar Verhalten. Jeder hat einen Kunde, der drinnen sitzt, oder vielleicht mehrere Kunden, die unterschiedliche Fahrverhalten haben. Können wir alles eigentlich irgendwie schon heute aufnehmen, weil wir das Auto sensorifiziert haben. Das Auto vollgepackt mit Sensoren, damit wir Informationen erzeugen können. Was ist ein Sensor? Ein Sensor ist ein Punkt. Diese alle BMW-Autos, alle Mercedes, alle Teslas, was sind diese Autos? Sind Punkte in einem Netzwerk. Bilden ein Graph auf. N Autos und R Verbindungen zueinander. Das ist ein Netzwerk. Genau wie die Kunden von Zalando ein Netzwerk bilden. Okay? Verbunden sind, die sind verbunden durch den App oder wie? Wir bilden ein Netzwerk. Ein Netzwerk hat Knoten. Knoten, okay, das sind unsere Sensoren. Hier nutzen wir Themen wie RFID oder Wearables oder Kameras. Alles Mögliche, okay? Also ihr seid alle, eigentlich sind wir alle sensorifiziert durch die Telefone. Was sind die Kanten, die Edges? Ist die Verbindung? Sind die Verbindungen
bekannteste ist LTE oder 5G, mittlerweile wird 6G entwickelt und so weiter. Okay? Mit den Knoten und den Kanten haben wir ein Netzwerk. Und aus einem Netzwerk können wir die Struktur der Daten und die Ermittlung der Daten sicherstellen. Ihr habt jetzt die Mittel, mit Hilfe von ein bisschen Python, Netzwerke zu analysieren. Siehe Vorlesung von irgendwann, vor ein paar Wochen. Ihr seid in der Lage, komplexe Kundenstrukturen mit Hilfe von den Tools, die wir erlernt haben hier, komplexe Kundenstrukturen zu analysieren. Warum? Weil wir, wenn wir Informationen von Knoten haben, also wir wissen Knote 1, 2, und wir kennen den Edges, also mit wem ist diese Knote verbunden? Edge 1, Edge 2 und so weiter, mit wem sind die, also wer hat Beziehungen zu wem? Und wir kennen Sachen von diesen Kunden, Fahrverhalten, Konsum, wo ist der, bis ins Unendliche. Ich kann dieses Netzwerk charakterisieren und mit Hilfe von den Tools, die wir jetzt erlernt haben, zum Beispiel den Average Path Length, den Clustering Coefficient, ich kann Histogramme darstellen, ich kann aber auch Kennzahlen visualisieren vom Netzwerk, ich kann alles Mögliche, was ich möchte, tun. Ich kann Clusters machen und dann erzeugen. Ich kann meine Hauptkomponenten darstellen und so weiter. Okay? Wenn wir die Datenstruktur Ermittlung, die Daten ermittelt haben, die Datenstruktur kennen und das Ganze visualisiert haben, dann können wir der Führungskraft zur Verfügung stellen und Wissen damit erzeugen. Das heißt, ich kann eine Grundlage anbieten mit relativ wenig Aufwand, um meine Entscheidungsfindung in der Wertschöpfung zu unterstützen. Okay? Wertschöpfung tun wir mit Entscheidungen. Okay? Fragen? Fragen soweit, bitte. So, ich wiederhole, wir haben angefangen mit der Darstellung, was wir versuchen, Digitalisierungsstrategie bei soziotechnischen Systemen. Wir haben gesehen, was ein soziotechnisches System ist. Mir ist wichtig, insbesondere, dass ihr diese Achse verinnerlicht. Okay? Es ist wichtig, nicht nur jetzt für die Vorlesung, es ist wichtig für euch und für euer Leben, dass ihr in der Lage seid, die Schritte hier voranzugehen. Es ist nicht möglich, gemeinsam eine Familie zu aufzubauen, Alignment, okay, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen mit einem anderen Mensch,
wenn ich mit diesem Mensch kein Vertrauen habe. Ist nicht möglich. Okay? Und das ist nicht möglich, wenn mein Partner, Partnerin diese zwei Komponenten nicht besitzt. Ich sage immer, die wichtigste Entscheidung, die ihr trifft im Leben, ist, mit wem ihr Kinder kriegt. Also das kann man nicht mehr rückgängig machen. Okay? Aufpassen, weil ihr findet im Laufe eurer Lebenslauf Menschen, die kein Rückgrat haben. Menschen, die werden versuchen, euch über den Tisch zu ziehen und eure Energie, eure Ressourcen abzusaugen. Aufpassen, weil das ist Zeitverschwendung. Und das ist nicht okay. Das kann man abmachen, indem man sagt, das wichtigste Wort im Leben für den Erfolg, nämlich Nein, danke. Ich sage einfach Nein. Ich möchte mit diesem Mensch nichts zu tun haben. Okay? Das führt meistens zu einer guten Sache. Okay, also soziotechnisch unterwegs, das ist ein komplexes Gefüge. Das wollen wir in einer Digitalisierungsstrategie in der dritten Dimension rausholen. Okay? Das erfolgt in drei Phasen: Datenermittlung, Struktur und Visualisierung, Wissenserzeugung und Wertschöpfung. Okay? Und darunter geht die ganze künstliche Intelligenz, die ganzen Themen, die wir uns angeguckt haben in der Vorlesung vorhin und so weiter. Okay? Es sind immer Bausteine von diesen Themen. Okay? Ich mach Stopp.